So, YouTube auf dem Matt Villen Kanal. Abonniert gerne den Matt Villen Kanal und checkt auch den De La Rue TV Kanal ab. Da findet ihr alle Stream Highlights. Wir gucken den letzten Teil oder beziehungsweise den vierten Teil auf Deutsch von dem Mörder. Der aktuelle Stand ist der. Der Typ hat. Nochmal. Der Typ, er wurde beschuldigt, diese Frauen sexuell misshandelt zu haben und danach ermordet zu haben. Ja, das müsst ihr wissen, Chat. Bruder, ich muss mich beruhigen. Ich will echt Leute manchmal einfach nur beleidigen. Er soll sie sexuell misshandelt haben, er soll sie ermordet haben und an jede von diesen Frauen ist seine DNA. Okay? Und der Typ, der will es nicht zugestehen. Und die Bullen, die wissen alles schon. Die wissen schon alles, wo er sich rumgetrieben hat. Die wissen alles, okay? Und jetzt gucken wir mal weiter. Das war also so der aktuelle Stand, den wir im Stream geguckt haben. Lonnie. I know what I did because me and my girl, I just left my girl's house and we were talking. And that's when she Und die wissen, die haben seinen Jizz überall gefunden, Bruder. Die haben seinen Jizz überall gefunden. called me. I already got one ticket for talking on the cell phone. So I pulled over. Ich mach meine Kamera hoch. And I was talking to her. Ach, das war Zufall, dass du neben einer Prostituierten angehalten hast. Ob du das getan hast oder nicht, das ist das kleinere Problem. Lani, 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 das ist das kleinere Problem. Du hast wesentlich größere Probleme, als ob du einen Strafzettel fürs Telefonieren beim Autofahren bekommst oder nicht. Und jetzt geht es gerade darum, die haben den gesehen, wie er nachts unterwegs war. Und er hat am Anfang gesagt, nein, ich war nicht unterwegs. Die haben ihn gesehen, die haben gesagt, doch, wir haben dich gesehen, als du gestern von der Polizei wurdest du sogar erwischt, als du dich da rumgelungert hast wieder, auf der Suche nach einer Prostituierten. Und jetzt versucht er sich gerade wieder zu erklären, versteht ihr? Die haben seinen Jizz gefunden bei allen diesen Bildern, die hier auf dem Tisch liegen. Aber er sagt, ich kenne keine einzelne von denen. Das hier ist dein Problem. Und ich garantiere dir, Lonnie, dass wir alles dafür tun werden, was in unserer Macht steht, dafür, dass du nie wieder das Licht des Tages außerhalb eines Gefängnisses sehen wirst. Verstehst du das? Das bedeutet, du wirst Crystal nie wieder sehen, außer du redest mit ihr durch ein Plexiglas. Du wirst Sylvia nicht wieder sehen. Du hast an deinem letzten Auto gearbeitet. Du wirst von einer auf die nächste Sekunde eine Berühmtheit der Western Avenue werden. Es sei denn, du fängst an zu reden und erzählst uns, was mit Lonnie Franklin passiert ist und diese Dinge verursachte. Was läuft da ab? Wie ist das passiert? Ich meine, bist du zwei verschiedene Personen oder sowas? Gibt es da noch eine kleine Seite von Lonnie Franklin, der wir uns nicht bewusst sind? Die zuschnappt alle paar Jahre und mitten. Das ist ja das Krasse. Also der Polizist hier. Der hat auch also in der letzten Folge zu ihm gesagt, du beleidigst meine Intelligenz. Du beleidigst meine Intelligenz. Willst du mich verarschen? Hier sind alles Opfer. Jedes von diesen Opfern in den letzten 25 Jahren hat deine Jizz, also dein Sperma hat es von dir. Noch lauter? Ich mach's euch noch lauter. Hier. In der Nacht loszieht und jemand tötet? Eines der Mädchen überlebte. Und sie wird viel Freude dabei haben, im Gerichtssaal herunterzublicken zu einem Mann, der ihr schreckliche, schreckliche Dinge angetan hat, vor einigen Jahren. Boah, jetzt hat der Paranoia. Er hat nichts dazu gesagt. Guck mal, einer hat überlebt. Diese Mädchen können nicht reden. Aber wir haben eine, die reden kann. Naja, sie reden durch die Beweise und sie zeigen auf dich. Lonnie, du bist 85 Jahre nächsten Monat, richtig? Ich sage dir, du wirst nie wieder rauskommen. Jetzt wäre die Zeit, da zu sitzen und wenigstens uns zu helfen, dass wir am Ende unserer Karrieren mit einer Erklärung zu den Familien zurückkehren können. Denkst du nicht, dass sie
unter dieser Ungewissheit leiden. Wärst du nicht auch so, wenn jemand dir ein Bild von Crystal zeigen würde? Sie verdienen es zu wissen. Du bist erledigt. Das Leben, wie Lonnie Franklin es kannte, ist vorbei. Du hast deine letzte Pizza-Party im Park besucht. Du hast die Western Avenue das letzte Mal geträumt. Du hast das letzte Mal Feuerwerk gesehen. Deine Geliebte in Buckingham, du hast sie das letzte Mal gesehen. Denkst du wirklich, dass sie sich für dich interessieren, dass sie sich dafür interessieren, wo Lonnie Franklin ist, wenn wir dich erstmal weggeschlossen haben? Sie werden mit ihrem Leben weitermachen, was sie auch tun sollten. Sie werden gebrandmarkt sein als Verwandte des was? Des Grim Sleepers. Bruder, ich sag euch ehrlich, ich liebe so Verhöre. Ich liebe sowas. Und gerade wenn man weiß, die Polizisten wissen alles. Ja, ihr seid auch auf YouTube, man sieht den Chat hier. YouTube, das ist der Stream-Chat, kommt gerne in den Stream. Wir sind jeden Tag live, der LaRue TV auf Twitch. Es ist schon krass. Also es ist schon krass, dass er alleine mit so einem Gewissen leben kann. Und die wissen alles. Ah, Bruder, gib zu. Da kommst du eh nicht mehr raus. Das Leben deiner eigenen Verwandten wird sich enorm ändern. Ich weiß, dass du ein Gentleman bist. Ich habe das gemerkt, als wir heute Morgen geredet haben. Und als wir dich vor dem Haus getroffen haben. Und ich weiß, dass du ein Gewissen hast. Und du hast eine Seele. Und du hast in dir ein Problem. Und dieses Problem hat all diese Tragödien verursacht. Aber auf dem Weg hast du deine Spuren hinterlassen. Und ich bin mir sicher, dass du das nicht beabsichtigt hast, deine Spuren zu hinterlassen. Aber wie ich vorher gesagt habe, die Wissenschaft 2010 hat dich eingeholt. Mit etwas, das du getan hast, 1985, 1986, 1987, 1988, 2002, 2003, 2007. Nach all diesen Jahren hat letztendlich... Salty, den Billy, der, wo die Mutter mir immer Nut schickt, von dem bitte sperren. Ich sperre ihn schon. Was die anderen nicht, der Segen für dich ist. Die Wissenschaft gestoppt, was Lonnie Franklin in sich nicht kontrollieren kann. Und das ist, was uns heute hier hingebracht hat. Und ich weiß, dass du ein intelligenter Mann bist, dass du ein Gewissen hast, dass du eine Seele in dir hast. Und ich denke, du willst es uns erzählen. Du willst es den hinterbliebenen Familien dieser jungen Mädchen, die nicht mehr reden können, erzählen. Du willst ihnen sagen, dass es dir leid tut, dass du dir nicht erklären kannst, wie das passieren konnte. Also wir sind ja auch gerade auf YouTube. An dieser Stelle muss ich euch sagen, guck mal, wie schwer Verbrechen sein kann. Ja? Und diese Frauen waren alle Prostituierte. Also so wie auch Billy 32 ZFs Mama. Ja. Es ist echt ein gefährlicher Job. So. Es ist schon echt gefährlich. Und ich konnte mir einfach gerade nicht... ich muss es einfach sagen, weil Billy ist ein Zuschauer von uns. Und Billy, pass einfach auf deine Mama auf. Ja? Es laufen Menschen draußen auf dieser Welt rum, die sind echt ekelhaft. Ich weiß es nicht. Du musst dich öffnen. Du musst mit uns reden. Billy 32 ZF. Aber wir arbeiten daran. Also was ist der Deal, Lonnie? Okay, ich gebe dir Folgendes. Vielleicht erinnerst du dich nicht an ihre Gesichter. Stell dir vor, das wären alles die gleichen Fotos einer jungen... Können wir alle mal Billys Mutter bitte grüßen? Das wäre Billy32ZF, hier bei der Chat hier eingeblendet. Könnt ihr seine Mutter grüßen, bitte? Das wäre auf jeden Fall korrekt, wenn ihr das einmal in den Chat schreiben könnt. Einfach sie grüßen. Schwarzen Frau. Deiner Tochter. Und sie alle haben den DNA-Saft an sich, der nur dir gehört. Wie ist das passiert? Was hat er gemacht? Er hat mich beleidigt.
Ich meine, okay, ich bin bei dir. Du weißt wahrscheinlich deren Namen nicht mehr. Du würdest dich vielleicht nicht an ihr Gesicht erinnern, wenn du sie an einem Tag danach, nachdem du Sex mit ihr hattest oder was auch immer, sehen würdest, sie auf dich zukommen würden. Aber du, ich meine, du hast als Müllmann gearbeitet und Müll aufgesammelt in den Straßen. Und du schmeißt diese Mädchen weg, als wären sie Müll. Du entsorgst diese jungen Damen im Müllcontainer. Und dann stapelst du Dinge auf sie. Sie sind Müll für dich. Wie kommt man dahin, in seinen Kopf? Wie kann so etwas passieren, ohne dass etwas in dir ist, das einen schrecklichen inneren Kampf verursacht in deinem Körper? Also ich bin immer noch der Meinung, Leute, die sowas tun, die sind psychisch gestört. Die sind richtig psychisch gestört. Der Typ hat 15 Frauen umgebracht, die sie gefunden haben. Wer weiß, wie viele es sind, dazu führt, die noch nicht gefunden worden sind. Dass Lonnie Franklin seinen Saft überall lassen muss. Ich meine, das ist nicht etwas, das deine Nachbarn getan haben oder dein Sohn. Noch eine Frage, Chat. Werdet ihr für Todesstrafe einzelnen, Chat? Für diesen Typen, der diese ganzen Frauen sexuell misshandelt hat und danach umgebracht hat und jetzt hier sitzt und sagt, ich habe damit nichts zu tun. Dein Onkel oder dein leiblicher Bruder, das ist etwas, das du getan hast. Rede mit uns, Lonnie. Und du denkst, dass du damit davon kommst? Das ist sehr, sehr, sehr krank. In der Regel stehe ich gar nicht auf Todesstrafe und spreche mich davon weg. Aber wenn sowas kommt, dann regt es mich zu anderen Gedanken so, versteht ihr? Diese Leute haben alle eine Familie, okay? Die haben alle Eltern, Schwestern, Geliebte. Bruder, es ist sehr, sehr, sehr hart. Auf diese Art? Wenn er einen Menschen okay. tötet, ist er kein Mensch mehr. Ist kein Mensch wer. Wer einen Mensch tötet, ist kein Mensch wer. Krass. Ich habe selbst für Verträge gearbeitet, das ist krank. Ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Es geht alles durch seinen Kopf in diesem Moment. Ja, okay. Schaut gerade in seine Zukunft und in seine Vergangenheit und denkt drüber. Guck mal, wie gechillt die so miteinander reden. Die sagen so, ja, es geht alles in seinem Kopf gerade vor. Er schaut in die Zukunft, er schaut in die Vergangenheit. Er denkt nach, was er getan hat. Er denkt nach, was er getan hat. Ich schätze mal, dass deshalb er jetzt einen Anwalt haben, ja. Okay, Lonnie, das ist das, was jetzt passieren wird. Du wirst verhaftet wegen Mordes. Du hast 10 Anklagen wegen Mordes. Neben der Anklage wegen des versuchten Mordes an die junge Dame, die überlebt hat. Du wirst morgen dem Gericht vorgeführt. Und dann kannst du warten. Für heute Nachmittag wurde ein Durchsuchungsbefehl für dein Haus angeordnet. Also einige Leute der Polizei, viele unterschiedliche Einheiten der Polizei durchsuchen dein Haus jetzt in diesem Moment. Was zusätzlich zu dem Durchsuchungsbefehl noch aufgenommen wird, ist etwas von deinem Körper. Also dir wird Blut abgenommen, du musst deine Speichelprobe abgeben, was von einem Gericht... Halle Walla, was für ein Ehrenmann, Bruder. Einfach Mohane 2, der hat einfach einen zweiten Account gemacht, um bei mir Prime zu subben. Mit andere Konto, ich küsse dein Herz. Mohane 069 macht einfach Mohane 2. Nur dafür, dass er bei mir ein Prime-Sub da ist. Ich küsse doch dein Herz, was für eine Ehrenaktion. Ich schwöre auf meine Mutter. Das sind richtig gute Jungs, Digga, wirklich. Ehrenmann, Bruder Mohane, ich schwöre, richtig krasser Typ. Nicht zu vergessen, mit Mohane 069 hat er über 400 verschenkte Subs auf De La Rue TV. Ja, das muss man noch dazu sagen. Der Prozess der inaktiv von einem, also dir wird Blut abgenommen, du musst deine Speichelprobe abgeben, was von einem Gericht angeordnet ist. Also das wird bei dem Prozess der Inhaftierung zusätzlich noch durchgeführt, okay? Das ist alles. Wir respektieren deine Anforderungen, einen Anwalt zu bekommen. Und das war's. Also.
Irgendwelche Fragen? Hast du ihm von dem Durchsuchungsbefehls wird dir noch eine Blut- und Speichelprobe entnommen. Wir bringen dich rüber und kümmern uns darum. Und damit die Inhaftierung vorgenommen. Boah, guck mal sein Gesicht. Also sein Kopf so. Macht. Meine Nachbarin hat 5 Kinder getötet. Krass. Ja, es gibt kranke Menschen auf dieser Erde. Wirklich. Es gibt sehr, sehr, sehr kranke Menschen auf dieser Erde. Es ist krank, Bruder. Es ist krank. Ich guck sowas immer gerne abends, wenn ich vorm Schlafen gehen. Mich interessiert sowas. Weißt du, so. Es ist schon krass. Einmal habe ich was gesehen. Eine Richterin hat ihren alten Schulkameraden, der kam da wegen einem kleinen Delikt und sie sagt zu ihm, ich erkenne dich gar nicht wieder und so. Damals warst du der Angesagteste auf der Schule, warst gut in der Schule, dies, das. Und was ist aus dir geworden und so? Und der fängt an zu heulen, weil er sieht einfach, aus sie ist eine Richterin geworden. Aus Menschen werden was und es gibt einfach Menschen, die hängen bleiben. Versteht ihr? Kennt ihr? Ja. Kennt ihr? Ja. Es ist krass, Digga. Es ist krass, wieso Menschen einen Weg wählen und das bestimmt einfach deren Schicksal so. Auch selbst er, wie der auch heißt, Donny Lonnie. Er hat einmal einen Weg genommen, hat sich da verleiten lassen und dann ist es so gelandet, Digga. Endet. Es ist schon. Ja, ich kenne Maximilian Pollux. Thank you.